Natürlich können Sie in Wabi Profi 3 auch Ihre Etiketten zu Ihrem Artikel ausdrucken. Hierbei schaut Ihnen Wabi Profi 3 etwas auf die Finger. Das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel hergehen und wollen einen bestehenden Artikel ändern und würden jetzt hier einfach die Stückzahl erhöhen, ich sage jetzt mal 60 Stück, und Sie würden nun sagen, Artikel benötigt ein Etikett und würden das Ganze speichern, fragt Wabi Profi 3 Sie nun, ob für die Erhöhungsmenge, also die Differenz von 50 auf 60, sprich 10, nun Etiketten angelegt werden sollen. Wenn Sie sagen, ja, das wollen wir, dann legt Ihnen Wabi Profi 3 nun automatisch im Hintergrund die Etiketten an. Jetzt können Sie sagen, ja, kann man leicht behaupten, stimmt. In der Toolbox können Sie sagen, Etiketten drucken. Dann kommen Sie direkt zum Etikettenformular, wo Sie Ihre DIN A4 Etiketten ausdrucken könnten. Oder, da muss ich jetzt ein kleines bisschen ausholen, oder Sie können natürlich in den Systemeinstellungen unter Hardware und unter Drucker sagen, wie zum Beispiel Artikeletiketten ausgedruckt werden sollen. Wenn Sie hier einen Dymo-Drucker auswählen, dann sieht der Ausdruck oder die Abfrage des Ausdrucks anders aus. Und zwar, wir gehen jetzt hier mal raus und gehen wieder auf das und sagen Etiketten drucken. Jetzt überprüft Wabi Profi 3 das Vorhandensein des Dymo-Druckers und öffnet Ihnen dementsprechend hier ein neues Fensterchen, in dem die zu druckenden Etiketten für den Dymo-Drucker, den Sie in den Systemsteuerungen gesagt haben, den will ich Standard verwenden, öffnet Ihnen das neue Fenster, wo Sie dann dementsprechend Ihr Etikett konfigurieren, das markierte Etikett drucken, alle Etiketten drucken oder alle Etiketten löschen könnten. Zur besseren Ansicht verwenden wir jetzt die DIN A4 Etiketten und sagen bei der Hardware Drucker, Artikeletiketten, verwenden wir einen Standarddrucker. Also, auch haben wir, wenn Sie hier Z-Designer, also das heißt einen Brother-Drucker verwenden oder einen Zebra- oder einen Codex-Drucker, kommt ein spezielles Fensterchen und für die Standardetiketten, also die vorperforierten DIN A4-Etiketten, kommt das Fenster, das Sie jetzt nachfolgend sehen. Jetzt sagen wir Etiketten drucken. Hier können Sie natürlich sagen, zeigen wir mal das bitte in der Vorschau an. Hier bestätigen Sie nochmal Ihren Drucker und Sie haben nun die Vorschau Ihrer Etiketten, die Sie natürlich auch über das Drucklayout anpassen könnten. Und hier könnten Sie tatsächlich sagen, pass mal auf, ich will das da, will ich ein bisschen größer haben. Also da gehen wir jetzt nicht großartig drauf ein, weil es in einem anderen Video ja bereits erklärt wird. So, jetzt speichere ich das Ganze. Nur mal so als simples Beispiel. Wenn ich mir das jetzt anzeigen lasse, dann habe ich hier nun einen größeren Preis. Also total simpel. Auch können Sie natürlich sagen, pass mal auf, wenn ich vorperforierte DIN A4 Etiketten habe, muss es ja nicht zwangsläufig sein, dass Sie an der Position 1 hier beginnen. Es kann ja sein, dass Sie sagen, die erste Reihe ist bereits leer und Sie wollen hier an der vierten Position beginnen. Dann klicken Sie einfach auf die Startposition des Etiketts und sagen dann Vorschau und Drucken, wählen den zu druckenden Drucker aus und würden dann hier über Drucken den Druckauftrag bestätigen oder an dieser Stelle nochmal sagen, nee, ich will es doch auf einen anderen Drucker haben, den Sie dann hier auswählen könnten, das Fenster hier schließen könnten und das Ganze nun ausdrucken könnten. Wenn Sie das Etikettendruckformular verlassen, dieses kleine, werden Sie gefragt, ob der Ausdruck erfolgreich war und ob die zu druckenden Etiketten nun aus dem System entfernt werden sollen. Warum ist es so? Ganz einfach, es könnte ja sein, dass bei DIN A4 Etiketten, und das ist mir persönlich auch schon sehr, sehr oft passiert, dass anstatt der Etiketten ein DIN A4 Blatt drin lag. Oder ich 10 DIN A4 Seiten Etiketten drucken wollte, aber nur 9 drin lagen. Also nur 9 Etikettenseiten drin lagen. Also können Sie hier sagen, ja, das war alles in Ordnung, oder können Sie sagen, nein, das war nicht in Ordnung und könnten dann hergehen und den Druckauftrag erneut starten. Ich sage jetzt mal ja. Auch können Sie, wenn Sie ein Etikett brauchen, einfach einen Rechtsklick drauf tun, Rechtsklick drauf tun, schönes Deutsch, und sagen hier Etikett für Artikel anlegen. Nun bestimmen Sie die Druckmenge, sagen übernehmen, mache ich hier einen anderen, Etikett für Artikel anlegen, da sage ich 3 und für den sage ich 2.
So, wenn wir jetzt hier rausgehen, das habe ich jetzt auch mal weg, können Sie natürlich auch die Etiketten hier aus dem Startmenü über Etiketten drucken aufrufen. Da sage ich wieder, zeigen wir es mal in der Vorschau an. Dann habe ich hier die Etiketten und kann die nun zum Ausdruck bringen. Wie gesagt, das Drucklayout können Sie selbst anpassen und können es so konfigurieren, farblich, mit Bilder, mit Größen, mit Positionen, wie auch immer, so wie es halt Ihr Herz begehrt. Und da steht Ihnen eben der Designer zur Verfügung. Gibt es auch ein sehr, sehr schönes Video. Und jetzt wirklich abschließend könnte ich sagen, zeig mir mal die zu druckende Etikettenliste. Da könnten Sie dann sagen, muss mal auf, da habe ich mich ja vertan, von diesen wilden, starken Likör brauche ich nicht zwei, sondern da brauche ich ja fünf. Und von dem Blumenteelichthalter brauche ich ja nur eins. Und hier bräuchte ich sechse. Oder sieme. Okay. Wenn Sie jetzt herausgehen, sehen Sie, dass wir jetzt mehr Etiketten haben, die wir uns in der Vorschau natürlich auch bestätigen lassen können. Hier. Ja, so einfach ist das Anlegen von Etiketten im Artikelstamm.